There's a story in me, and it needs to be told. Dabei hat sich gezeigt, dass jeder von denen ein ganz anderes Problem hat. Der eine ist ein bisschen steif, der nächste ist ein bisschen zu schlabberig, der eine mag nicht richtig reinhauen, der nächste haut aber viel zu doll rein, der nächste hat eine Sägebockhaltung. Und so haben sich im Laufe der Jahre Übungen angesammelt. Und diese Übungen möchte ich jetzt in diesem Video vorstellen, denn sie haben geholfen, dass diese Gitarristen alle doch zu sehr guten Akustikgitarristen geworden sind. Jetzt hat aber jeder verschiedene Talente für die verschiedenen Aspekte des Groove-Erzeugens, kann man eigentlich sagen. Was braucht man? Man braucht eine Vorstellung von dem, was man machen will. Man braucht das Talent, das, was man sich vorstellt, mechanisch umzusetzen. Darüber sprachen wir eben, über die Muskeln, die sich entwickeln müssen. Aber es gibt eben auch Leute, die holen aus jeder Dose noch irgendwie einen ganz guten Sound. Und andere haben damit Schwierigkeiten. Das scheint also ein bestimmtes Talent zu sein. Dann die Auffassung, wie schnell fasse ich einen Rhythmus auf, den ein anderer mir vormacht oder vorklopft. Und dann gibt es eben auch noch die Frage der Fantasie. Wie viel lasse ich mir einfallen? Wie viele Ideen habe ich? Wie kreativ werde ich? Wie viel Gefühl kann ich umsetzen? Schaffe ich das, andere Leute damit zu bewegen und so weiter? Alle diese Aspekte, wie stabil bin ich? Wie lange halte ich ein Timing durch? Bin ich da stoisch? Bin ich flexibel? Gehe ich auf den anderen ein, mit dem ich spiele? Und überhole ich ihn eher oder bleibe ich hinter ihm oder korrespondiere ich da irgendwie schön? Das alles ist verschieden verteilt unter den verschiedenen Menschen. Und jeder muss rausfinden, was bei ihm irgendwie am besten klappt und woran er vielleicht noch arbeiten sollte. There's a story in me.